Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Depression, es geht trotzdem weiter. Heute ist der dritte Teil der Themenserie Nebensymptome von Depression. Heute schauen wir uns das Thema Schuldgefühle an. Zuerst schauen wir kurz und knackig darauf, was es Grundlegendes zum Thema Schuld und Schuldgefühle zu sagen gibt. Anschließend schauen wir uns an, was die Ursachen von Schuldgefühle sind. Und im dritten Teil gucken wir uns die Merkmale von Schuldgefühlen an. Und falls du mit diesem Thema schon Erfahrung gemacht hast, dann schreib doch mal in die Kommentare, wie du damit umgegangen bist. Vielleicht hilfst du damit ja jemandem. Im grundlegenden Teil gibt es eigentlich nicht allzu viel zum Thema Schuld und Schuldgefühle zu sagen. Punkt 1 ist, es ist kein Krankheitsbild, sondern es ist eine der grundlegenden Emotionen, die wir Menschen erwerben können. Wichtig ist, und da sind wir schon beim zweiten Punkt, Schuldgefühle sind eigentlich auch gar nicht etwas Schlimmes. Denn es ist eine Emotion, die erworben werden muss, um irgendwann halt herauszufinden, was ist richtig und was ist falsch. Und das Schuldgefühl gehört vom Prinzip her speziell gesprochen zu den sozialen Emotionen. Schauen wir uns jetzt an, wie Schuldgefühl entsteht. Vom Prinzip her kann es durch bewusste, aber auch durch unbewusste Fehlverhaltensweisen entstehen. Was ist damit gemeint? Vom Prinzip her 4 Punkte. Erstens, dass man falsch reagiert hat. Dass man vielleicht in einem Streit Sachen gesagt hat, die man nicht wollte. Dass man in einem Streit vielleicht handgreiflich geworden ist. Zwei Beispiele, die unfair sind, die gemein sind, die sich nicht gehören. Bei Menschen mit einer normalen sozialen Prägung, der wird merken, das war ein Fehlverhalten, das war nicht richtig, anschließend wird er entsprechend ein Schuldgefühl entwickeln. Punkt 2, wann Schuldgefühle entstehen können, und zwar, wenn Pflichten nicht erfüllt wurden. Beispiel, ich hatte heute einem Kumpel zugesagt, ihm beim Umzug zu helfen. Hab dann aber auf dem Sofa gelegen, bin eingepennt und hab's verpennt. Ist ein guter Kumpel. Fühle ich mich schuldig, weil ich habe mich ihm gegenüber etwas aus Freundschaft gegenüber verpflichtet. Ich konnte das nicht einhalten. Es sind aber nicht nur freundschaftliche Pflichten, es sind dann aber auch noch moralische und sittliche Pflichten, die man dann halt ja damit verbindet. Sittliche Pflichten, einfach mal ein lustiges Beispiel. Ich bin irgendwie im Kaufhaus, habe mir irgendwie Klamotten geholt, latsch damit Richtung Umkleidekabine. So, ziehe den Vorhang zur Seite, habe nicht gemerkt, dass da irgendwie, ups, noch eine junge Lady drin steht, die gerade, ups, schnell wieder zu. War jemand da gerade noch mit drin? Entsteht bei mir ein Schuldgefühl. Mensch, hätte ich mal hingucken sollen. Nächster Punkt, Verstöße gegen ja, gesetzliche Normen, Pflichten, Rahmenbedingungen, ja vom Prinzip her aus der Gesetzgebung heraus. Beispiel, ja, laufe über eine rote Ampel, werde von der Polizei erwischt. Schuldgefühl. Oder ich laufe über eine rote Ampel und sehe auf einmal gegenüber, oh, da stehen ja Kinder. Kein gutes Vorbild. Es entsteht wieder ein Schuldgefühl. Ihr seht, die Ursachen, wann ein Gefühl von Schuld entstehen kann, die sind relativ vielfältig. Das müssen auch gar nicht mal große Sachen sein. Natürlich gibt es auch wirklich schlimme Sachen, wo dann man vielleicht für verantwortlich ist und dafür dann eine große Schuld trägt. Und das waren jetzt ein paar Beispiele, wie Schuld entstehen kann. Gucken wir uns jetzt die Merkmale von Schuldgefühlen an. Auch hier habe ich, ihr merkt, ich bin in dieser Symptomreihe relativ viel mit meinem Spicktablett unterwegs. Aber es ist wieder eine riesige Liste an wirklich Merkmalen von Schuldgefühlen. Ganz oben auf der Liste Angst und depressive Verstimmungen. Dann äußerliches Merkmal ist, wenn man so erwischt wurde, ne, ich vor der Umkleidekabine, wo die junge Dame gerade am Umkleiden war, man wird puterrot. Gewissensbisse,
wenn man etwas verbockt hat. Ich habe verbockt, meinem Kumpel beim Umzug zu helfen, weil ich da auf dem Sofa gechillt habe. Ja, da hätte ich echt Gewissensbisse. Gerade weil ich auch immer versuche, sehr zuverlässig zu sein, das würde richtig an mir nagen. Dann, auch etwas, wo ich dann wirklich immer an mir dann knabber, gerade auch irgendwann mal eine Situation leider gehabt, hatte ich glaube ich auch mal mit euch drüber gesprochen, hier auf dem Kanal bei einer Reanimation, die dann halt letztendlich im Nachgang leider nicht zielführend war, habe ich mir im privaten, das war halt im privaten Umkreis, ganz, ganz lange, ganz schlimme Vorwürfe gemacht, dass wir doch hätten mehr tun können, wir hätten es doch besser machen können, habe ich mir die Schuld für gegeben. Und es war ein permanentes Kreisen um diesen Gedanken drumherum. Ja, dann nächster Punkt. Panik, Magenverstimmung, Schamgefühl. Auch das nächste ist wieder so ein körperliches Symptom davon. Schwitzen, vermehrtes Schwitzen bei Schuldgefühlen. Dann aber auch Ärger und Zweifel sind auch noch weitere Symptome. Und auch noch Selbstvorwürfe. Mensch, hätte ich es nicht besser machen können? Hätte ich es nicht anders machen können? Warum habe ich das überhaupt getan? Und am Ende steht dann letztendlich, wenn man eine gesunde soziale Prägung erfahren hat, steht dann das Gefühl der Reue. Sprich, dass man bereut das, was man da getan hat. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video zum Thema Schuld und Schuldgefühle ein wenig weitergeholfen, um dieses Gefühl oder dieses Symptom, das ja gleichzeitig eine, wie wir davon gelernt haben, grundsätzliche soziale Emotion ist, besser einordnen zu können. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche hier wieder bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Dein MK.